7 von 10 Frauen tragen die falsche BH-Größe. Woran liegt es? Denken sich so die Frauen. Tja, die Voraussetzung ist natürlich dafür, den einen richtigen zu finden. Und da ist es wichtig, in ein gutes Geschäft zu gehen, wo man super beraten wird und die auch ein großes Größenspektrum haben. Ja? Wir zum Beispiel haben über 130 Cupgrößen. Und damit ihr euch das optisch vorstellen könnt, habe ich hier ein paar BHs mal ausgestellt. Unsere kleinste Größe ist eine 70A in einer kleinen Schale und dies gleiche Rückenumfang in einem E-Cup. Das Ganze kann man natürlich auch als Bügelherr-BH sehen. Hier ein schöner Spitzen-BH in 75B und unsere größte Cupgröße hier mal eine 90L. Ja, da sieht man, wie viele Größen dazwischen passen. Und wenn man den richtigen BH gefunden hat, dann spürt man ihn auch nicht den ganzen Tag, sondern man zieht ihn morgens an und ist happy. Und abends zieht man ihn aus und sagt, wow, ich habe gar nicht gemerkt, dass er da war.